Oh, grüß dich, ich habe dich gar nicht bemerkt. Sorry. Was? Ach, du möchtest wissen, warum so viele Leute nicht von der Stelle kommen? Mache ich gerne ein Video dazu. Sehr, sehr gerne sogar. Meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, und ich packe mich da auch sehr gerne an meine eigene Nase immer und immer wieder, ist letztendlich der eine, wenn ich es wirklich auf einen einzigen Grund, auf einen einzigen Nenner runterbrechen wollen würde, warum die meisten Selbstständigen oder generell Menschen einfach nicht weiterkommen, nicht von der Stelle kommen, ihre Ziele nicht erreichen etc., dann ist es letztendlich der Mangel an Fokus. Und warum sage ich das? Weil wir in einer Welt leben, die immer wahnsinniger wird. Also wenn ich heute YouTube öffne, wenn ich das nochmal vergleiche im Vergleich zu einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, wenn ich heute YouTube öffne, werde ich massiv mit KI-unterstützten Werbeanzeigen zugetrellert. Das ist nicht mehr normal. Zudem kommt zunehmend immer mehr organischer Content, der nur noch auf Clickbait aus ist, und zwar in jeder Hinsicht. Das ist wirklich massiv störend, auch für deine Gehirn-Performance und für die Leistungsfähigkeit deines Gehirns. Denn wenn dein Gehirn die Fähigkeit, sich auf ein Thema mal für wenigstens mal ein paar Stunden zu fokussieren, verliert, dann verlierst du generell auch grundsätzlich die Fähigkeit, dich weiterzuentwickeln oder überhaupt generell ein Business aufzubauen, zum Beispiel in der Selbstständigkeit erfolgreich zu werden etc. pp. Und hier möchte ich mal, und glaub mir, ich bin der Letzte, der hier irgendwelche Bücher empfiehlt und dass du dich hinsetzt und tagelang irgendwelche Bücher liest und nicht in die Umsetzung kommst, aber ein Buch empfehlen, und das ist von Mike Michalowicz. Ja, ich glaube, der kommt irgendwo aus dem Osten. Nach dem Namen nach zu urteilen, wurde natürlich übersetzt von Barbara, ich habe den Nachnamen vergessen. Also ist in Deutschland, in deutscher Sprache erhältlich für 29 Euro. Ja, ich werde dir hier keinen Link reinmachen. Ja, ich möchte daran nichts verdienen. Ich möchte einfach nur, dass du dieses Buch dir kaufst, konsumierst und sozusagen darüber nachdenkst, was der gute Mann da schreibt. Und eine der wirklich Kernthemen, die er dort beschreibt, ist die Bedürfnispyramide für Unternehmen, die ich sogar noch mal besser finde, ganz besonders für Selbstständige und jeder, der irgendwie was reißen will da draußen, als wie die Maslows Pyramide, die Bedürfnispyramide sozusagen für die generelle Menschheit, ne, die startet ja auch ganz unten, Essen, Trinken, Dach über dem Kopf. Ne? Wenn solange diese drei Grundbedürfnisse nicht gedeckt hast, ja, ist dir der Klimawandel erstmal schnurzpiep egal. Das ist ja auch der Grund, warum die Zielgruppe, also die Wählerschaft der Grünen, relativ, also verhältnismäßig wohlhabend ist. Also es ist die obere Mittelschicht. Das sind diejenigen, die sich leisten können, ein Elektrofahrrad zu kaufen. Das sind diejenigen, die sich leisten können, ein Elektroauto zu kaufen. Ja, also es sind die gut besser verdienenden Angestellten, teilweise die bei BMW oder sonst wo halt sitzen. Ja, bei der Allianz oder bei halt einen gehobenen Standard schon haben. Ja? Also letztendlich die etwas besser verdienen, in denen es ein bisschen besser geht. Weil nur die haben überhaupt den Nerv, ja, überhaupt die Zeit, die können sich überhaupt erst erlauben, sich über so Dinge Gedanken zu machen, wie unser Klima in 20 oder 30 Jahren oder was weiß ich, oder sogar 50 Jahren aussieht. Jemand, der kein Dach über dem Kopf hat, nichts zu fressen, nichts zu essen, dem ist es gerade mal scheißegal, was im Klima passiert, ja, oder sonstige. Der lebt nur, um diese Dinge erstmal zu lösen. Und ich nehme das deswegen so krass jetzt heraus und ich polarisiere das jetzt mal so ganz krass, um das jetzt sozusagen zu übertragen auf meine Zielgruppe. Das sind ja Unternehmer aus der IT-Branche, Selbstständige etc., Berater, Dienstleister, Agenturinhaber. Und da ist es letztendlich so, wenn du jetzt mal Mike Michalowicz, das Buch, ja, die Bedürfnispyramide des Unternehmens mal dir anschaust, diese Pyramide startet unten, wo bei der Maslow-Pyramide mit Essen, Schlafen, aufs Klo gehen, ja, also vernünftige Toilette haben und so weiter. Das ist wirklich das unterste Level, wo wir in Deutschland eigentlich kein Problem mit haben sollten, aber auch hier wird es langsam irgendwie krass, leider. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Politische reingehen, ist bei Mike Michalowicz der Umsatz. Und solange du nicht mal eine Firma hast, die mindestens mal 7-stellig Umsatz macht und mit einer 60%igen Marge, natürlich hängt immer die Marge ein bisschen vom Geschäftsmodell ab, aber auch von der Umsatzgröße,
Also, ganz kurzes Beispiel noch mit reingeschoben, wenn du jetzt halt noch am Anfang bist und bist Freelancer und machst 100.000 oder 150.000 Euro im Jahr und hast nur eine Marge von 15% oder 20%, dann ist es gerade mal richtig, da läuft was ganz komplett falsch. Ja? Da solltest du eher eine Marge haben von 60-80% oder vielleicht sogar 90% oder sowas. Ja? Oder gerade mal fast schon 100% eigentlich. Wenn du jetzt ein Unternehmen hast, das 2, 3, 4 Millionen macht, sollte deine Marge ungefähr bei 60% liegen optimalerweise. Wenn du natürlich jetzt schon ein Unternehmen hast, das macht 100 Millionen, dann kriegst du es wahrscheinlich auch mit 60%. Theoretisch kann es auch sein. Und da gibt es natürlich auch, du, über KI und so weiter wird es da auch Sachen geben, wo du teilweise nur 4, 5 Leute da sitzen hast, die irgendwie Personalkosten darstellen und der Rest sind einfach nur Roboter und irgendwelche KI-Tools und das Unternehmen macht 500 Millionen Euro Umsatz. Auch das wird es zukünftig geben, aber aktuell ist es noch nicht so weit mit der künstlichen Intelligenz, dass letztendlich, wenn du jetzt ein Unternehmen hast mit 50 Millionen Euro Umsatz oder 100 Millionen Euro Umsatz, ja, in der IT-Branche, dann wirst du es nicht ganz hinbekommen, weil dann eben Personal brauchst, Supportpersonal und so weiter. Also ist die KI teilweise, also es geht schon stark in die Richtung, wird sich auch sehr schnell wandeln alles, aber da wird es jetzt dann schwierig mit einer 60%igen Marge. Aber dann kannst du dann sagen, okay, wenn ich jetzt dann nur 20% Marge habe und ich habe ein Unternehmen mit 100 Millionen Euro Umsatz, ja, dann habe ich aber trotzdem immer noch 20 Millionen Gewinn vor Steuern. Ja. Also das heißt, das hängt immer ein bisschen von der Unternehmensgröße ab auch, ja, noch. Ja, es wird sich auch mit KI und künstlicher Intelligenz alles noch ganz anders in ganz anderen Richtungen bewegen. Ja, das ist einfach Fakt, das ist nicht mal eine Meinung. Und diese Pyramide, mein lieber Freund, die solltest du dir einfach reinziehen. Denn die Pyramide, die fängt unten mit Umsatz an, ja, dann geht es in den Gewinn, das habe ich jetzt gerade auch schon vorweggenommen. Und dann oben an der Spitze, dann geht es erst darum, einen sogenannten Impact-Faktor, ja, auf Englisch. Also dann geht es erst darum, dass du mit Produkten oder irgendwas Tolles baust, was die Welt verändert, was den Klimawandel entschleunigt, was die Energieknappheit vorbeugt, was und so weiter und so weiter, halt, dass du Dellen ins Universum haust, würde den Alex Fischer sagen. Ja, also das ist aber erst an der Spitze. Und solange du nicht dein Umsatzproblem gelöst hast, solange du nicht dein Gewinnproblem gelöst hast, ja, ist dir mal das da oben, den Impact, den du machst mit deinem Unternehmen oder mit deiner Tätigkeit, selbstständigen Tätigkeit, ist dir mal gerade egal. Ist dir mal richtig, richtig scheißegal. Ja? Und das machen eben ganz, ganz viele falsch. Und zwar deswegen, weil sie sich ständig irgendwelchen Massenmedienkonsum reinziehen und der ist ja wirklich massivst aufdringlich mittlerweile. Sei es über Werbeanzeigen auf YouTube, Facebook, egal wo du hinschaust, du machst einen PC auf, kommt dir der Kack entgegen, ja. Was wir alles für Probleme haben, makroökonomisch, unsere Bevölkerung, unser geografischer Wandel, unsere Umwelt, unser Klima, unsere Energie und das, Steuersysteme, Abwanderung und Immigration, Emigration. Und dann wirst du zugesumst mit dem ganzen Kack, ja. Der alles schön und gut ist, aber der dich erstmal überhaupt gar nicht interessiert, bis du nicht mindestens mal auf einer Flughöhe bist, von, wie ich schon eben gerade gesagt habe, mindestens 7-stellig, besser 8-stellig und in einer 50-60%igen Gewinnmarge vor Steuern. Okay? Und bis dahin musst du dich erstmal nur und ausschließlich um dich selber kümmern. Denn es gibt diesen Spruch und der ist sehr, sehr wahr: Du kannst dich nur um andere kümmern, nachdem du dich erstmal um dich selber gekümmert hast. Deswegen ist es ja auch so, wenn du zum Beispiel im Flugzeug sitzt und es droht abzustürzen und es kommen die Masken runter, ja, dann heißt es immer, erstmal dir selber die Maske aufsetzen und dann anderen helfen. Ja, ja, warum? Genau aus dem Grund. Ja, weil wenn du nämlich abnippelst, dann kannst du auch niemandem anderes helfen. Auch keinem kleinen Kind, auch keiner schwangeren Frau. Ja. Also wenn du nicht erstmal für dich selber sorgst, ja, und nur dich auf Umsatz und Gewinn fokussierst, ja, in deiner Unternehmensskalierung, auch in der IT-Branche ganz besonders, ja, dann ist es unter Umständen sogar unterlassene Hilfeleistung, wenn du das nicht tust, denn jetzt mal im übertragenen Sinne im Flugzeug, du setzt dir die Maske nicht als erstes auf, du kümmerst dich nicht zuerst um dich selber, neben dir sitzt eine schwangere Frau, die hat noch ein paar kleine Kinder und die kommt nicht zurecht mit der ganzen Situation und verfällt in Panik,
Und da kannst du dann nicht helfen, weil du dir die Maske nicht zuerst aufgesetzt hast. Ja, und dann nippelt die schwangere Frau und ihre Kinder vielleicht auch noch ab. Ja, und du hast letztendlich dann mehr oder weniger, trägst Mitschuld, weil du dir nicht als erstes die Maske übergezogen hast. Jetzt nochmal im übertragenen Sinn, wenn du es nicht schaffst, dass du erstmal dich um dich selber kümmerst, dass du dein Unternehmen erfolgreich aufbaust, mit Gewinnmarge, richtigen Umsatz, 7-8-stelligen Gewinnmarge dahinter, dann kannst du auch keinen anderen helfen, dann kannst du auch keine Spenden machen für irgendwelche Kindergärten, für irgendwelche Immigrationsflüchtlingslager und so weiter, wo irgendwelche Fünfjährigen rumhupfen den ganzen Tag und nichts lernen, weil sie einfach alleingelassen sind. Und das ist dann die nächste Generation, die dann in Deutschland sozusagen mehr oder weniger Analphabeten dann sind, alles und so weiter, also die nicht mehr richtig Deutsch können. Und es ist wirklich schlimm. Aber das kannst du alles dann nur dich drum kümmern, wenn es dir erstmal auf einer gewissen Flughöhe richtig gut geht. Ja? Also in diesem Sinne, dein Thomas Klein, ich verabschiede mich jetzt und hol dir Hilfe bei uns, wenn du ein IT-Unternehmer bist, ganz besonders, Agenturinhaber, Berater, Dienstleister, Softwareentwickler und kommst nicht von der Stelle, wir helfen dir in der Neukundengewinnung. Das ist mal das Allerwichtigste, dass du Leads, Umsatz reinbringst, Gewinn, dann schauen wir auch die nächsten Schritte, helfen dir auch in der Mitarbeitergewinnung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, schönen Samstag noch. Ciao, ich muss jetzt weiter was arbeiten. Ciao.